Der olympische Gedanke bringt die verfeindeten Staaten Südkorea und Nordkorea zusammen. Einem Bericht zufolge werden voraussichtlich Sportler aus dem Norden bei den Winterspielen in Südkorea an den Start gehen. Qualifiziert sind aber nur zwei Sportler. Nordkorea wird nach Angaben seines Vertreters beim Internationalen Olympischen Komitee, IOC, wahrscheinlich an den Olympischen Winterspielen in Südkorea teilnehmen. Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodai. Pyongyangs IOC-Vertreter Chang Un äußerte sich demnach bei einem Zwischenstopp am Flughafen von Peking. Zum Jahresbeginn war Bewegung in den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea gekommen, nachdem der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un in seiner Neujahrsansprache Dialogbereitschaft mit dem Süden signalisiert hatte. Dabei hatte er auch angedeutet, sein Land könne an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang teilnehmen. Die Winterspiele finden vom 9. bis 25. Februar in dem südkoreanischen Ort statt. Der Chef des Organisationskomitees der Winterspiele, Lee Hae-bum, hatte am Mittwoch gesagt, Südkorea sei gut vorbereitet auf eine Teilnahme nordkoreanischer Sportler. Sportlich qualifiziert sind die nordkoreanischen Paarläufer Ryum Tae-ok-hee und Kim Yoo-sik, allerdings hatte Nordkorea zuletzt eine Meldefrist des Eiskunstlauf-Weltverbandes ISU verstreichen lassen. Das Reglement lässt jedoch weiterhin die Vergabe einer zusätzlichen Startgenehmigung durch das Internationale Olympische Komitee, IOC, zu. Quelle: nbindestrich-tv.de